Nutze die Chance und tame ein Quetz. Womit denn? Ich hab nichts zum Tamen. Schau doch mal nach. Mein Inventar. Siehst du was zum Tamen da? Nein. Achte bitte ein bisschen drauf. Ich hab ihn noch gefragt. So, soll ich mich zum Tamen vorbereiten oder soll ich, soll ich noch warten? Oder soll ich sofort los? Themen irgendwas vorbereiten oder warten? Und die hat dann geschrieben so, ja, geh jetzt los, jetzt los, jetzt los. Dann bin ich jetzt losgegangen und dann hieß es auf einmal, jetzt tamen den doch mal, tamen den doch mal, tamen den doch mal. Ich habe jetzt nichts zum Themen dabei. Ich bereite gerade alles darauf vor, dass wir anfangen können zu tamen. Was denkt ihr, warum ich hier rumgammel? Würde ich alles dabei haben, würde ich sofort losrennen und was tamen. Deswegen, habt doch mal ein bisschen Geduld. Hallo Fanboy. War gerade weg, sorry, war dumme Frage. Vor allem, es war aber sehr unaufmerksam, weil du warst hier eben noch da, als ich halt, die Map gewechselt habe, als ich noch vorbereiten wollte. Deswegen, um den Quetzel alleine zu tamen, dann muss ich gerade einiges für vorbereiten, glaub mir. Das geht nicht mal eben so. Ich weiß gerade gar nicht, was ich alles brauche, weil ich werde dafür mindestens Enterhaken brauchen. Ich werde, eine ganze Menge Pfeile brauchen, idealerweise einen Skorpion. Ich werde ein schnelles Flugtier brauchen. Also entweder der Skorpion, das sehr stark ist, oder halt ein Flugtier, das sehr schnell ist. Beides ist schwierig. Vor allem einen hochleveligen Quetzel zu tamen ist schwierig. Alleine. So, haben wir jetzt alles? Wie viel haben wir noch? Noch zwei Wände mindestens. Ich gehe mal noch rüber in der Hoffnung, dass kein Raptor plötzlich angerannt kommt und mich fressen möchte. Scheine aber Glück zu haben. Boah, ich weiß noch Staffel 3, wo ich hier war und alles abgebaut habe, damit hier Platz ist. Das hat so unendlich lang gedauert. Warum habe ich eigentlich... Und noch ein paar Friseure. Und dann noch ein paar Ceilings. Das mit dem Skorpion geht sehr wohl noch. Es ist halt nur deutlich schwieriger geworden. Also weil, wenn du ihn auf 400% Schaden bekommst, wenn er war vorher oder damals auf, sagen wir, 1200 Schaden, dann musst du halt viermal so oft treffen, um halt das Vieh zu betäuben, ne? Das ist halt der Unterschied. Es dauert einfach nur länger, das ist alles. So. Ich glaube, soweit haben wir alles. Ich würde nur ganz gerne auch so ein bisschen Ressourcen mitnehmen. Holz. Ich kann doch mir bestimmt schon eine Schmelze bauen. Ja, kann ich. Kann ich auch eine Werkbank bauen? Ich sehe es jedenfalls gerade nicht. So, jetzt haben wir oben. Ich gehe noch ein bisschen weiter auf Wait. Bis wir 300 erreicht haben, danach werde ich andere Sachen leveln. So, ich brauche Hide und ich brauche Steine. Steine sind hier überall und Hide kriege ich mit Sicherheit auch noch. Recht schnell. So, reicht das schon? Noch lange, ich brauche 125 Stück, okay. Ich habe gedacht 60 oder so. Das habe ich mir dabei gedacht. Das war ja optimistisch. So, heute brauchen wir. Heute hast du, ne? Gut. 7. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Dodos! Die gibt es nicht! In Scorched Earth. Ich habe die Tiere vermisst. Trick mal ausnehmen. Ich brauche deine Häute. Nimmst du bitte nicht persönlich, mein kleiner Freund. Ja, ich brauche mehr. Dann müssen wir ein bisschen was töten. Ich nehme das Fleisch mit, dann geht es direkt los zur. So ein Vulkan. Und den auch noch. Das kann ich auch mitnehmen. So, machst du mal kaputt, nehmen wir mit, was drin ist. Wie war deine erste Reaktion, als du angekauft hast?
Gute Frage. Ich glaube, das war so. Ach, scheiße. GTA 5 guckt bei mir keiner und ich habe keinen Bock drauf. Und das ist nervvoll, der Online-Modus, weil die Leute so scheiße sind. Brauche eine Alternative für YouTube. Ark könnte ganz witzig werden. Ich probier's mal aus. Wow, ist das cool. Dann habe ich angefangen, einfach auf dem Server mal so rumzulaufen, zu gucken, was es so gibt. Und dann bin ich da voll drauf kleben geblieben, wie man sieht, bis heute. Boah, bin ich gerade langsam. Ich bin auch total überladen. Da sehe ich einen Rex. Ein Rex ist noch kein Giganotto. Da sind Mammuts. Mammuts sind noch kein Giganotto. Ein Giganotto haben wir hier schon gesehen. Ne? Wenn es bei einem bleibt, dann wird das, glaube ich, auch ganz okay bleiben. Aber die Erfahrung hat leider gezeigt, Giganotos und Singleplayer, die sind einfach überall. Ist da ein Alpha? Ja, das ist ein Alpha-Raptor, der vernichtet gerade die ganze Population, die er erlebt. Krass, krass. Da ist ein Giganotto. Den kennen wir aber schon. Der langweilt uns schon. Und das ist einfach mal der größte Obsidianplatz, ne? Da ist ein Rex. Naja, so viel Obsidian brauchen wir jetzt ja auch nicht. Wir werden das schon überleben. Okay, der Chat ist gerade ein bisschen ruhig. Dann werde ich halt, solange ihr nichts schreibt, meinen gewohnten Kommentarstil für YouTube benutzen. Da es hier immer noch ein Live-Let's Play ist, sollte das auch gewisserweise angebracht sein. Welches Level habe ich jetzt eigentlich? Ich bin Level 178. Das ist mein Vogel. Ich bin Level 28. Ich kann schon blaue Airdrops öffnen und gucken, was drin ist. Sollten wir gleich mal machen. Weil, wenn hier die Raw Beacon Mod drin ist, sollte ja auch ganz tolles Stuff drin sein, wie Zettel oder Ausrüstung. Ausrüstung wird toll. Hallo, Marksman, WB. Würdest du aus Fun mit Zuschauern zocken? Habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe einen Server aufgemacht und immer mal wieder so ein bisschen mit ihm gezockt. Mit ihnen, gegen ihn und für sie in Form von Let's Plays. Aber jetzt, ich kann es mal so erklären. Oder ganz kurz erklärt, ich kann keine anderen Spieler bei mir auf diesem Server, der bei mir auf meinem PC läuft, mitspielen lassen, weil es von meinem Provider aus nicht funktioniert. Das mache ich nicht, weil ich es euch nicht gönne oder halt Leuten, die zusammen spielen würde, nicht gönnen würde, sondern weil es das sogenannte DS Lite gibt bei Unity Media. Und damit kann ich nicht mit anderen Leuten zusammen spielen auf meinem PC. Das geht nicht. Ich habe es versucht, es geht nicht. Finde ich auch doof. Aber das ist nun mal so. Was bist du? Du bist... ja, ist klar. Ja, nee. Okay, komm. Geh weg. Verpiss dich. Mein erster Loot Crate auf dieser Ark. Es kennt Blueprint für den Bogen. Natürlich. Wie gesagt, wir haben ein bisschen bessere Loot hier drin aktiv. Ein bisschen. Ein bisschen viel mehr besser. Ich werde die Base oder das, was eine Base sein könnte, hier hinbauen. Genau hier hin. Da wir keine Base brauchen, sondern... Mir kommen gerade Ideen. Ich würde gerne auch Säulen bauen, wieder am Rand. Also, glaube ich, wieder zu viel. Ich glaube tatsächlich, ich muss, ich weiß nicht, wenn ich hier unten baue, wenn ich hier irgendwo oben auf dem Felsen baue, ob das, die Steine unten halt, beeinflusst. Ich meine aber nicht, dafür ist es zu weit weg. Dann baust du einfach hier hin. Geh Loot Drops looten, bitte. Ich baue uns erstmal hier eine solide Base auf. Danach gehen wir los. Ich möchte erstmal einen Rückzugspunkt haben. Sollte was schief gehen oder sonstiges. So. So. Das müsste funktionieren. Es funktioniert einfach nicht. Okay. Warum sollte es einfach funktionieren? Ich meine, hallo? Bitte was? Ja. Alles, was wir gerade gebaut haben, ist gerade zunichte gemacht worden. Weil das Spiel der Meinung war, dass es nicht gehen sollte. Ja, scheiße. Gut. Plan A geht nicht. Ich habe nicht genug auf Vorrat gebaut. Auf zu Plan B. Alles wieder abreißen. Ein Stück versetzen. Und auf der einen Seite mit Säulen bauen und Ceilings oder so.
Ja. Ich hab's gewusst. Ey, was ist das für eine, was ist das wieder für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Muss doch nicht sein. Ja, das ist obstructed, aber der kann wenigstens da snappen. So. Der geht da noch hin. Der glaube ich schon nicht mehr. Nein, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr. Gut, dann brauche ich jetzt Ceilings und Säulen. Wobei Säulen, Ceilings haben wir ja sogar noch. Muss halt wieder neu bauen. Hauptsache, wir haben halt erstmal einen Boden, auf dem wir leben können. Ja gut, vielleicht brauchen wir nicht mal mehr Säulen. Aber ich will doch schon ganz gerne eine Säule will ich haben. Habe ich Holzsäulen schon gelernt? Ich glaube nicht, ne? Pillar? Ich erinnere mich immer wieder an deine Metallbase. Ja, die war riesig. Boah, ganz ehrlich. Das Ding war ein Meisterwerk, ne? Weil ich habe das Ding... Oder wir haben das Ding ja wirklich komplett ohne Cheats oder sowas gebaut. Sondern wirklich immer farmen, bauen und dann nächsten Tag wieder farmen und bauen. Farmen, bauen, farmen, bauen. Bis wir nicht mehr sehen konnten. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich gecheatet habe, war, als ich Kabel verlegen wollte und nicht mehr hinter die Base kam, hinter die Wände. Da habe ich Ghost Mode ein bisschen gemacht. Aber sonst war eigentlich alles komplett legal hergestellt. Deswegen war auch schon der Wahnsinn. Wir brauchen eine Rampe, um hier hochzukommen. Ja. Ich brauche eine Rampe. So. Was ist dein Lieblingslied? Ich hab keins. Ihr braucht mich nicht nach einem Lieblingsding zu fragen. Ich habe von vielen Dingen gar keine Lieblingssachen, weil ich einfach viele Dinge mag. Ich mag halt bestimmte Richtungen, aber ich mag halt nicht so das eine ganz Besondere. Total überladen, scheiße. Ah, jetzt komme ich hin. Gut, ich brauche Ceilings wieder, weil ich eben ein paar verbraucht habe. Wie viel kann ich denn bauen? Drei Stück brauche ich, das weiß ich. Notfalls habe ich immer noch ein paar Wände, die ich hier verbauen kann. Wie mein Raid-Wert einfach höher gegangen ist, als er gesunken ist. Doof. Ja, ich kann mich bewegen. Verbaut jetzt die ganzen Wände. Weil die eh nicht brauchen. Ganz ehrlich, ich würde mich jetzt ganz gerne ein bisschen künstlerisch ausleben. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Ich werde mich hier jetzt ein bisschen künstlerisch ausleben. Einfach weil mir gerade eine Idee gekommen ist, die wirklich eigentlich sehr hübsch sein könnte. Und zwar, wir bauen uns künstliche große Fenster aus Railings. Ja. Ich glaube, das könnte sehr cool werden. Wie viel kann man machen? 4 Stück. Okay. Aus dem Material hier. Wir brauchen einer, der hoch genug ist. Wir brauchen gar keine Wände. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen bauen machen. Weil ihr könnt ja so lange, während ich halt ein bisschen bauen werde, was in den Chat reinschreiben. Ein paar Fragen, die ich beantworten kann. Sonst werde ich halt gucken, dass ich das ja möglichst schnell fertig bekomme. Dass ich mir die Dings machen kann. Die Sachen hier fertig machen. Ich brauche, wenn ich ehrlich bin, nicht mal eine Tür hier, ne? Ich brauche hier keine Türen. Wir brauchen hier keine Türen. Ich habe eine wunderbare Idee, die das Ganze hier wirklich schöner machen kann.
Weil warum zum Teufel sollten wir uns jetzt hier in einen kleinen Holzkasten einsperren, wenn wir genauso gut die Aussicht einfach genießbar machen können, nicht wahr? Ronaldo oder Messi, Daniel? Ich gucke keinen Fußball. Ich interessiere mich dafür auch so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Hat es doch, als ich ganz klein war, da hat es mich interessiert. Und dann musste ich irgendwann immer Fußball gucken und dann war da für mich Ende. So, ja, wir brauchen nicht mal ein Dach. Das ist schon alles. Das ist unser Base. Ist auch ein bisschen hübscher, oder? Wobei, nee, komm, ein bisschen mehr will ich schon ganz gerne haben. Und zwar will ich Säulen haben. Ich will ein paar mehr Säulen haben. Scheiße. Hattest du schon mal eine Cheat-Welt nur zum Cheaten? Ja, aber ich habe die Welt nie als diese behandelt. Sie war halt einfach da und scheiß drauf. Nein, nicht kaputt gehen. Gehen mir gerade echt die Ressourcen aus. Wieder ein bisschen Rage. Rage ist wichtig. Muss ich echt nochmal los? Ich könnte die Wände einfach verbraten. Das war eine gute Idee. Wände verbraten. Ich brauche die nicht. Dann möchte ich ganz gerne hier noch ein Ceiling haben. Dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Säulen. Aber es gibt gar keinen Grund, dass wir in einem so sicheren Ort wie diesen hier auch nur ansatzweise auf Schutz angewiesen sind. Dieser Platz hier ist absolut ideal, um sich kreativ so ein bisschen ausleben zu dürfen. Es ist nicht mal viel, was ich haben möchte. Es ist einfach nur das, was ich haben möchte. Das ist gerade so das, was für mich gerade einer... Oh Gott, sieht doch richtig scheiße aus. Ist richtig abgehackt irgendwie. Ah, ich glaube, ich mache hier sogar einen weiter. Aber das hier kommt für mich gerade so dem am nächsten, was ich künstlerische Freiheit nennen könnte. Für Ark. So, so ein kleiner Pavillon. Wir sind überhaupt nicht gezwungen, großartig was zu bauen, was keine Aussicht bietet. So, ich habe nur einen gebaut, ne? Ich wollte eigentlich zwei haben, ich Idiot. Egal, kann ich noch nachholen. Bau eine Wendeltreppe in der Mitte der Base. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich würde die trotzdem ganz gerne noch ein bisschen erweitern. Und zwar, wir bauen den Weg hier hin. Bauen dann eine Wendeltreppe nach oben und kommen aufs zweite Stockwerk. Das könnte auch cool werden. Ich finde, es ist irgendwie mit den Zäunen, die ganz cool ist, aber oben fehlt einfach etwas. Oben ist das Ganze noch so ein bisschen zu trist. Was geht eigentlich noch? Gut, ja, wir brauchen Brennstoff und wir brauchen Metalle. Metalle sind ja da. Okay, ich dachte, wäre ein Loot Creator, war keiner. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir anfangen, ich baue mal kurz eine Kiste, stell die rein. Oh, dann suchen wir ganz kurz ein bisschen Loot Crates ab, ob wir nicht was Gutes finden können. Box, 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 Box. Ah, guck mal, können wir schon lernen. Wobei, wir können ja Metall sammeln und schon mal anfangen zu verbrennen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Material, wenn wir wiederkommen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Wir haben, ehrlich gesagt, gar keinen Brennstoff. Ich muss halt noch ein bisschen Holz noch holen gehen. Ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben ja eigentlich Zeit. So, die Säule kann man geschickt hier ein bisschen verstecken. Und ich habe hier ein bisschen Raiders zu bekommen. Sieht aus wie so ein China-Haus. Das ist so ein Pavillon halt. Ja. So, den ganzen Scheiß kann ich wegtun. Brauche ich ja nicht, wiegt hier nur eigentlich nur. Dann Fleisch brauche ich, Wasser habe ich. Ich brauche ein bisschen Holz und ich brauche das Zeug hier. Kann auch alles erstmal weg. Das kann ruhig vergammeln. So. Haben wir... Wir können schon so einen Grinder bauen, ne? So einen kleinen. Ja.
Ich glaube, der braucht so viel Metall, ne? Ich bin gerade überhaupt nicht sicher. So, so, so. Craftables. Ja, einen kann ich machen. Ja, ist auch viel Stein, was er brauchte, genau. Tame dir doch irgendein Dino oder dann cheate die. Ich werde nicht cheaten. Egal was passiert, ich werde nicht cheaten. Es macht keinen Spaß. Wenn ich cheate, kann ich sofort aufhören das mit dem Let's Play, weil ich einfach sofort durchspiele mit dem Spiel. Dann gibt es ja keinen Grund weiterzuspielen und das will ich ganz gern vermeiden. Ich mach den mal hier hin. So, den nehme ich mal ganz kurz. Die Häute können eigentlich schon wieder weg. Ich fange nur an, hier mal so ganz kleines bisschen, dass wir so ein ganz, ganz kleines bisschen was haben schon. Wenn wir hier wiederkommen vom Suchen. Ich muss natürlich auch noch das Bankpolder lernen. So. 32. Das ist schon mal für den Anfangs Metallverbrennen ganz in Ordnung. Dann holen wir kurz ein bisschen was. Wie viele PCs hattest du in deinem Leben? Eigene? Vier Stück. Ja, vier. Kommt drauf an. Wenn man jedes CPU Mainboard Upgrade mitrechnet, dann waren es wahrscheinlich auch schon 5 Stück. Also schon. Ich bin gar nicht sicher. Ich hatte damals ein Geschenk bekommen, so einen ganz, ganz schlechten. Aber dann hatte ich erstmal einen PC gehabt. Dann habe ich meinen eigenen gekauft, als Kindergeldnachzahlung gab. Das wäre Nummer 2. Den habe ich dann irgendwann abgegradet. Eben, wie ich eben sagte, Mainboard-CPU-Wechsel. Das könnte man als Nummer 3 zählen. Dann der zweite, der hier steht. Das war dann die Erweiterung davon. Das wäre dann Nummer 3 gewesen. Und den ich jetzt habe, das wäre dann Nummer 4. Und einen Laptop hatte ich noch. So, den PC, den ich jetzt hier benutze gerade, den von dem aus ich gerade spiele, der hat auch schon CPU-Wechsel bekommen, kein Mainboard-Wechsel. Ich grüße niemanden, tut mir leid. Das hat einfach den Grund, weil ich sonst ständig nur Leute grüßen würde und das möchte ich wirklich nicht. Und soll dein Bruder einfach in den Chat einfach mal Hallo sagen, dann sag ich zurück Hallo und das geht. Könntest du mal deine Karte zeigen, bitte? Guck doch mal in die Kanalbeschreibung, da wo die ganzen Icons, Bilder und so sind. Da ist ein Bild, da wo Spenden steht, das ist meine Katze. Um dir diese Katze anzugucken, keine Sorge, du musst nichts spenden. Das musst du wirklich nicht. Das ist einfach nur das Bild drauf, weil das so süß aussah. So bettelnd habe ich noch so einen Napf rein editiert. Das halt so ein bisschen bettelnd aussah. Ich fand das ganz witzig. So, das kann da rein. Das kann man sogar schon mal anmachen. Machen wir den hier, machen wir den hier, machen wir den hier, machen wir den hier, machen den hier. Machen den hier. Und wir haben eigentlich eine erste Möglichkeit mal abzuhauen. Ich hol noch mal so ein kleines bisschen, ich hatte gerade, da wäre so ein Golemstein. Und dann haben die jetzt hier einen Vulkan Golems. Das wäre richtig ekelhaft. Auf welchem Server spielst du? Auf einem lokalen, der auf meinem PC läuft. Habe ich gerade das Metall mit der Axt abgebaut? War ich gerade wirklich so doof? Fällt mir gerade auf, weil meine Spitzhacke ist kaum... Wobei, ich habe ganz viel Holz abgebaut. Gut, ich habe aber erstmal das, was ich haben wollte. Das reicht erstmal, um abzuhauen. Unser Pavillon hier oben. Ja, es fehlt einfach was an den Rändern von... Vielleicht müssen wir einfach mal... Ja, erweitern halt, drumherum bauen weiter, dass es halt so ein bisschen überdachend wirkt. So, so, so und so und so und so. Dankeschön, Genezocker. Gut, ich würde gerne Nacht machen, aber... Soll man Nacht machen, um Airdrops zu finden? Soll man uns diesen kleinen Cheat erlauben oder ist das zu viel? Ich habe Darkstar geworden, naja. Ja, komm, dann mach ich noch einen Metallstein und dann gehen wir los. Ja, das war mein Fehler eben. Weil ich habe mich schon gewundert, warum habe ich nur so 300 Metall, aber so 1000 Steine. Ja, guck mal, das macht fast keinen Unterschied. Der einzige Unterschied wäre halt, dass ich mit der Axt gerade mehr Steine hätte, was auch seltsam ist. Ich sollte mir mal die Progressive Tool... Ich glaube, das mache ich auch, oder? Bringt mir das was? Ich bin gerade nicht sicher. Weil ich Kristallsachen haben kann. Kristallausrüstung, Kristallspitzhacke und so zum besser abbauen. Okay. Also ihr sagt ja, mach.
Dann werde ich Gamma einschalten. Dann werde ich Nacht machen, Gamma einschalten. Dann finden wir die Loot Crates besser. So, wieder ein bisschen auf Wait. Mein Gott, wir leveln ja hier so schnell. Wir können sogar schon die Lilanen abbauen. So. Erstens fehlt es das dann, ne? Ist aber egal. So ein bisschen Metall rein. Wenn wir wiederkommen, dann haben wir das Glück, dass wir schon ein bisschen Metall haben. Können dann schon die Werkbank anfangen zu bauen. So, Cheat Time. Machen wir 1 Uhr morgens. Da kommt ein Lila noch runter. Das ist ein grüner. Ich würde mich ganz gerne erstmal auf die blauen konzentrieren für Ausrüstung. Mache ich Gamma 4 und jetzt sehen wir einfach alles so perfekt. Wir bräuchten eine Fackel, fällt mir gerade so ein. Ach Quatsch, brauchen wir nicht. Wie heißt das Lied? Viele Lags? Crazy Bird, ich habe... Du kannst, glaube ich, die Qualität einstellen. Wenn es laggt, dann stell die Qualität auch runter. Sollte eigentlich gehen. Wir haben eben nachgeguckt, es ging wieder. Ja, also... Ja, doch, geht. Gut, denn ist ein blauer. Ich gehe mal da hin, da könnte man auch gegen Notus spawnen. Oder sollen wir da hinten, ist so weit weg, ne? Ich gehe jetzt mal zu dem Grünen hier, aber das ist im Wald, das ist auch scheiße. Ich fliege einfach mal um den Berg rum und nehme alles mit, was wir kriegen können. Also Pixel. Ach so, ja, das ist Twitch. Kann ich nicht ändern. Ich habe schon die Qualität höher gestellt, aber... Also bei mir läuft es ja ganz okay aus. Sah auch schon mal schlechter aus bei mir. Drago, kannst du mal wieder einen Anlag... Nein, Anlag-Server mache ich gar nicht mehr. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das Problem ist ja auch, wenn ich Server aufmache, es gibt ja nicht nur die Leute, die ganz gerne mal bequem und ein bisschen Spaß mit mir haben wollen, spielen wollen. Es gibt auch die Leute, die dann nur auf den Server kommen werden. Ja klar, sofort das Beste vom Besten gefunden. Die halt nur auf den Server kommen werden, um halt zu trollen. Die halt sich fester Zielen machen, speziell gezielt auf mich, mich fertig machen zu wollen auf meinem eigenen Server und... Das ist für mich auch so ein Grund, warum ich keinen Bock habe, einen Server aufzumachen, weil ich genau weiß, dass ich darauf so scheiße reagieren werde, dass ich die Leute einfach rausschmeißen werde. So, Schild brauche ich jetzt nicht, schmeiß ich weg. Dann kann ich das auch wegschmeißen. Und das Balter wäre es noch. Von daher, Server ist für mich so eine gespaltene Sache. Es ist schwierig. Wie reagierst du, wenn man dich auf der Straße trifft? Ich nehme meine Kapuze und ziehe die mir ganz weit runter, damit man mich nicht sieht. Und dann gehe ich schneller. Dann werde ich immer schneller gehen, bis man mich in Ruhe lässt. Nein, Spaß, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich einfach Hallo sagen. Ich hatte diese Situation noch nie, deshalb ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde. Wenn du ein Autogramm haben willst, ich habe eine sehr, sehr hässliche Schrift. Ich bitte dich darauf zu verzichten, solltest du mich treffen, ein Autogramm haben will. Foto ist okay, so das ist ja Foto halt, aber... Schreiben, muss üben. Hier mal zum Blauen da hinten. Oh, hier wird's kalt. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Nee, Schneesturm, ich geh weg. Hier ist gerade ein Schneesturm, den überlebe ich nicht. Sammle alles und schau grob, danach hast du alles genau an. Das Problem ist, wenn ich das so mache und ich bin einfach überladen und ich will gerade abhauen, dann, und da kommt ein Raubtier, dann bin ich tot. Deswegen. Das, was ich, wovon ich schon sofort weiß, wie Schilde oder so, dass die zu schwer sind oder schlechte Sättel, die schmeiß ich weg. Die brauche ich ja nicht. Die sind ja eigentlich egal. In welcher Stadt wohnst du, wenn ich fragen darf? Ich werde nicht auf Fragen antworten. Ich werde es hin und wieder sagen. In Serien, in Videos und da musst du es halt selbst rausfinden. Wenn du meine Videos aktiv verfolgst, solltest du das auch wissen. Warum landet das Talent gerade im Wasser? Muss das sein? Das ist ein Spino. Spino? 36, okay. Oh, da ist noch ein Spino. Mein Gott. Welch Glück. Level 6. Ich töte den, dann krieg ich XP. Hallo, kleiner Spino. Ich habe mal eine Frage. Stört es dich, wenn ich dich töte? Nein? Okay, dann halt mal bitte still für einen Moment. Dass ich ihn ruhig töten kann.
brauche nämlich die XP von dir. Jetzt hau doch nicht ab. Na, bleib stecken, bleib stecken, bleib. Geh doch jetzt bitte nicht ins Wasser. Ich kann dir nicht im Wasser folgen. Das wäre nicht cool. Genau, genau so stehen bleiben. Genau, das ist gut. Vielen Dank. Das hilft mir wirklich weiter. Mir fällt gerade was auf. Ich habe gar keine Schadenszahlen aktiv, ne? Wieso habe ich keine Schadenszahlen aktiv? Dies und mehr. Ein andermal. Vermutlich habe ich das vergessen anzuschalten. Muss ich ja noch nachholen. So. Greenhouse, okay. Der Beacon ist ab 35. Ich bin 35 plus. Ich bin mit 37. Ich darf ihn einsammeln. Ich level schnell, wie du sehen kannst. Dann war Schmiede, die habe ich noch ein bisschen höher. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist nur Gewicht. Ich muss ein bisschen höher gewinnen, dass ich wieder sehe, wo Airdrops sind. Denn, ja, gehen wir zu den Lilanen und hoffen mal, dass der noch bleibt, bis ich da bin. Ist der im Schneebiom? Das wäre echt nicht cool. Ja, wir haben ja ganz gelevelt beim Bauen und so. Das geht ja recht schnell. Darum bin ich auch keine Level 30 mehr. Oh, der ist wieder im Schneebiom, der Lilane der Airdrop hinten. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, weil das hier eigentlich das, der Let's Play Ersatz wird. Dass ich eure, das was ihr in den Chat schreibt, auch erst vorlese, bevor ich drauf antworte. Damit die Zuschauer hinterher mitbekommen, dass das Ganze ja, was ich sage, wenn ich euch antworte, auf was ich da antworte. Das ist wohl ein bisschen schwierig zu... Ich muss gerade denken einfach, Punkt. So, keine Ausrede. Ich muss einen Standard erfüllen, den ich mir selbst setze. Das ist wichtig für mich und hilft auch der Verständnis der anderen. So, das ist wieder Schneesturm, wenn ich Glück habe. Nein, natürlich sofort ein Rex, aber wieder ein Airdrop. Meine Fresse, verpiss dich. Ich versuch's trotzdem mal. Den da. Ditch ich kurz an. Komm mit. Ich bin ja sehr froh darüber, dass dieser Rex genau das macht, was ich vorhatte. Nämlich weggehen. Jetzt schnell, 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 schnell. Genau, 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 genau. Zum Glück hatte er das schon aktiviert, als ich es gerade nur kurz angeguckt habe. Das hilft mir sehr. Guck mal, es wird schon wieder Tag. Ich mache nochmal kurz Nacht für die Airdrops, ne? Der hier. WB, Mine HD. Wenn du Scorched Earth spielst, dann tame dir einen Mantis. Du kannst den Schwerter oder Fackeln in die Hand geben und damit schlagen. Das Problem ist, dafür muss ich erstmal so einen großen Todeswurm töten. Und ich habe eigentlich noch so ziemlich gar nichts, was das töten kann. Deswegen müssen wir damit leider noch ein bisschen warten, weil die Entwickler sich gedacht haben, so einen coolen Mantis tamen zu können, der wahrscheinlich kaum stärker als ein Panther sein wird. Es wäre richtig cool, wenn man dem die Schwierigkeit gibt, dass man den erst dann getamed bekommt, wenn man etwas richtig Starkes tamen kann, töten kann. Und zwar das zweitstärkste Tier, das kein Alpha ist, das in der Wüste oder im Spiel ist. Hallo Game of Jan. Und bitte, nenn mich doch Dragobi. Eigentlich ist es keine Bitte, eine Aufforderung. Du brauchst sogar zwei Hörner von einem Wurm. Ja, richtig, ich brauche die Hörner. Am Vulkan, da sind keine Gegenotos. Und I Philly XYT. Fuck, der braucht mir gerade zu lange. Der ist ein Gelber, aber den komme ich nicht dran, ne? Nee, da fehlen mir noch ein paar Level 4. Deswegen würde ich auch ganz gerne erstmal so ein bisschen bauen, damit ich überhaupt mal auf Level komme. So, haben wir irgendwo noch einen blauen? Denn ist ein grüner. Ist zu weit weg, oder?
Wir müssen auf den E warten. Wollt ihr mal einen coolen Geheimtrick sehen? Huch, was passiert? Ich weiß es nicht. Es ging alles so schnell auf einmal. Da schon wieder. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Hallo Abhishek. Was glaubst du, wer stärker? Giga oder Riesenwurm? Ich glaube, der Giganotto. Hallo Blitzpaul. Ich werde mir überlegen, ob hier irgendwas ist, was mich töten kann, aber das ist ja ein Kano. Ich glaube, riskierst es einfach. Klar, eine Ballista. Oh, wir sterben gleich. Ja. Scheiße. Wir sollten vielleicht uns irgendwie aufheizen. Die Mantis macht mit Schwertern in der Hand 200 Schaden. Oh, cool. Wenn du ein Schwert gibst, dann machen die... Ja, wahrscheinlich machen die Schaden... Werte der Schwertstärke, ne? Spielst du auf einem Server? Ich spiele auf einem lokalen Server. Also, ich benutze zwar den Server Manager, aber es ist trotzdem eigentlich Singleplayer. Was hat denn das mit dem Level zu tun? Was meinst du jetzt? Ich meinte gerade mit dem Level die Loot Crates. Und nichts anderes. Boah, war ich eben nicht abgestiegen, hätte ich nicht gesehen, dass ich hier schon Schaden gezogen habe. Wäre ich gnadenlos in meinen Tod gerannt, weil es so kalt war. Ich brauche Feuer. Ich brauche ein Lagerfeuer. Ich brauche ganz, ganz dringend so ein paar Dinger. Wer essen sie? Ich brauche Futter. Genau, ich brauche Essen. Ich brauche eine Fackel. Eine Fackel ist aber nicht teuer. Eine Fackel ist nicht teuer. So. Ja, bauen wir einfach mal eine Fackel, oder? Ciao, Disconterio. Wir brauchen Holz. Wir haben kein Holz mehr, ne? Scheiße. Aber das reicht auch schon für eine Fackel. Ja, ich muss ein bisschen Holz holen gehen. Ich werde einfach gnadenlos abnippeln, weil es zu kalt ist. Wo ist denn? Da hinten. Das war eine sogenannte Base. So, Und Loot Crates würde ich uns gerne noch ein paar mehr holen. Kein Holz mehr da. Gar nichts da. Scheiße. Ja, muss schon wieder Holz gehen. Ja, Junge. So, einfach runtergehen, gucken, ob da Holz ist. Hoffen, dass ich nicht erfriere. Und alles gut. Kennst du die Höhlen von drüben? Nee, ich kenne nur die Höhlen von da hinten. Also nicht die von da drüben. Hast du einen Bruder oder eine Schwester? Ich habe eine Schwester und eine Halbschwester. Ist hier was mich töten möchte? Nein? Okay. Danke eigentlich. So. Dann Torches bauen. Drei Stück, wie gewohnt. Ah, oh, du hast die Schulter richtig weh. Der Stuhl ist auch so scheiße unbequem. Ah, endlich. Licht. Gut, ich hole mal alles, um Feuer zu machen, dass wir wieder Fleisch herstellen können. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Holz. Fetch ist auch nicht verkehrt. Was ist eine Halbschwester? Eine Halbschwester ist, wenn nur ein Elternteil ein gemeinsames Elternteil ist. Das ist eine Halbschwester. Oder Halbgeschwister. Und bei mir ist es halt so, dass ich eine Schwester habe, wo halt nur unser Vater derselbe ist und nicht die Mutter. Ich möchte ganz gerne da hinten diesen anderen Loot Crate noch haben, weil der gerade erreichbar erscheint.
Hier sind Avisse, die mich töten würden. Wenn es bei Avissen bleibt, bin ich noch relativ safe. Ja. Guck mal, wie safe ich bin. Wenn ich noch will, nur ein Avis oder so. Das ist direkt an dem Ding dran. Naja, ist auch nicht so, als hätte jemals eine Chance gehabt, ne? Guck mal, der kippt doch gleich um. Ich muss ganz dringend die Schadenszahlen einschalten. Aus Gründen, die ich nicht verstehe, hat er nicht übernommen. So, bist tot, Bitch. Ja, es geht eigentlich. Damit können wir arbeiten. Ah, übrigens, das Fleisch würde ich gerne mitnehmen. Allgemein soll ich ein bisschen mehr Fleisch mitnehmen, ne? So, Kleiner, du bist mir egal. Aber das ist ein Raptor, den würde ich ganz gerne mitnehmen. Meiner. Hey! Meiner, geh weg. Auch meiner. Dann gehen wir zurück zum Vulkan und bauen mal kurz ein Feuer auf, dass ich ein bisschen Fleisch machen kann. Und dann versuchen wir mal ein bisschen was herzustellen, dass wir schon mal anfangen können zu tamen. Wir müssen dringend auf... Ich hätte Electronics mitnehmen sollen, ne? Das wäre nicht schlecht gewesen. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Ja, okay. Electronics können wir uns noch so besorgen, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal versuchen, die Werkbank herzustellen. Dann Gewehr. Wir brauchen noch ein paar mehr Mörtel Pestel. Und was auch ganz wichtig ist, wir brauchen dringend Gunpowder. Noch ein bisschen was. Komm, es reicht 4 Stück hier. Was soll der Geiz? Hier ist es auch warm, wo ich gerade bin, ne? Ich mache mein Lagerfeuer hier hin. Schön weit am Rand, dass ich halt noch weiter bauen kann, ohne dass es direkt im Weg ist. Welche Schrift? Was? Mine HD, was meinst du? Welche Schrift? Was für eine Schrift? Was war mein erstes Spiel auf YouTube? Geh auf meinen YouTube-Kanal, geh auf meine Videos, sortiere nach ältestes Video zuerst und dann siehst du das Spiel. Ich will jetzt kein Holz verbraten, aber ich brauche Gunpowder. Oh Mann. WB, Marksman. WB. So, für ein bisschen Holz, für ein bisschen Fleisch brauche ich jetzt wirklich nicht zu viel Gunpowder zu verschwenden. Ich vergesse immer, dass ich die hier nicht bauen muss. Eins reicht eigentlich dicke aus, weil wir die Segmo drin haben. Kommst du nach ETS? Ja, was soll ich denn ETS machen? Ich werde garantiert nicht mit Dingen spielen. Ach ja, genau, Marksman, ich habe gesehen, du hast Movie Studio Platinum benutzt. Dürfen wir wieder ein Video von dir erwarten. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.